Guten Morgen miteinander! Oh, Hilfe! Hallo miteinander! Danke vielmals ja, für dich. Tausend Dank für die 3000 Abonnenten. Hey, ihr seid Wahnsinn, ihr seid einfach geil, wie ihr das macht, auch mit Werbung, Daumen nach oben und abonnieren. Ihr seid einfach die Besten. Ich habe das super gemacht. Ja. Hey, aktuell sind wir am Schneiden. Genau. Das ist hier Malbec. Und ja, das ist unser Projekt, unser grosses Herbstprojekt, was wir vorhaben. Und das haben wir euch noch gar nicht gesagt und wird spannend, sehr spannend. Und wir sind jetzt am Vorbereiten, weil dafür brauchen wir natürlich Trauben, ist ja klar. viele Trauben. Oh, so, ja. Also, jedenfalls, hey, wow, ich hätte nie gedacht, dass wir 3000 Abonnenten haben. Es ist, ja, es ist plötzlich wusch, hat es gemacht und ja, jetzt haben wir es. Wir haben 3000. Wir möchten noch etwas, ein Special da machen, wissen aber ehrlich gesagt noch nicht ganz was. Ja, wir sind noch am Überlegen, haben aber zurzeit einen verdammt strengen Herbst. Hey, es ist einen wunderschönen, aber schnell. Es ist extrem schnell gegangen. Zeitintensiv und Wahnsinn. Und es ist ja erst irgendwie der 9. Oktober, aber es sind schon fast alle Trauben unten und so einen schnellen Herbst hatten wir schon lange nicht mehr. Also, wir schneiden noch ein paar Trauben Genau. Und dann erzählen wir ein bisschen mehr. Wir sind so schön am Chillen. Schaut mal. Das Wetter, hey, das ist wieder wunderbar. Es ist jetzt ist es wieder wunderbar. Jetzt ist wieder wunderbar. Hey, wir hatten so schlechtes Wetter gehabt die letzten zwei Wochen. Es war immer sehr schwierig zum Ernten. Wir mussten wirklich, meine Güte, die schönen Tage rauspicken, an denen wir ernten konnten. Und ja, aber jetzt wird es stabiler. Schön. Hey, wir sind fast am Ende der Ernte. Also, wenn es gut wird, werden wir nächste Woche. Wir werden nächste Woche fertig. Ja. Fertig. Es ist langsam Zeit. Wow, schön. Ja, das ist jetzt der Merlot. Einfach super tolle Trauben. Und das ist jetzt der Merlot und der Malbec sind die letzten Trauben, die wir draußen hängen. Die dürfen jetzt eben nächste Woche reinkommen. Und dann dürfen sie endlich in den Keller. Sie sind schon schön reif, haben genügend Öchsle. Das ist das, was wir ja gerne haben. Und dann gibt es wieder einen tollen Jahrgang. Ja, und ich sage so, wir haben herausgezögert den ganzen Herbst. Wir sind immer fleißig am Traubentrocknen. Und Traubentrocknen ist doch irgendwie mein Hobby oder unser Hobby. Genau, ich mache es gerne. Mal schauen, verlinken wir euch ein, zwei Filme. Ganz spannend, Traubentrocknen ist für uns einfach ein Muss. Ja, es ist einfach so, dass das ist einfach mehr Volumen. Ist einfach schön. Ich muss mal die Weine probieren. Und genau, das passt wunderbar. So, jedenfalls, irgendwie eine Idee ist uns noch nicht ganz in den Sinn gekommen, ja, wie das wir Special. Das Special. Wir machen etwas ganz klar, so schnell wie möglich. Müssen aber noch eine gute Idee haben. Ah, die kommt uns schon auch noch, oder? Genau. Und ich bin mal auf die Idee gekommen, ja, wir können fein essen und trinken gehen, oder? Aber das wäre euch gegenüber nicht fair. Wir können schlemmen und genießen und ihr müsst da zuschauen. Nein, das geht natürlich gar nicht. Das ist etwas für euch, oder? Genau. Jedenfalls, wir bereiten jetzt vor, wir schneiden noch ein paar Kübel ab vom Malbec und dann starten wir endlich mit unserem schönen endlich Projekt. Wird Zeit. Ah, so. Es also gibt wieder Traubenstampfen. Psst. Judi, hui. Hey, also, wir sehen uns ein andermal. Macht es gut. Tschüss.